Alles ist besser als in diesem Drecksloch und so. Ich liebe es. Das ist super. Das ist super. Ha! Moin, und herzlich willkommen zurück zu Days Gone. Wir sind hier gerade dabei, nach Lisa zu suchen und haben hier in diesem Gebäude schon ein paar Spuren gefunden. Die gute Lisa ist nämlich wieder verschwunden. Jetzt sind aber hier Biker und Freaks aufgetaucht und die haben sich hier gegenseitig auf der Hauptstraße zerfleischt. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir die Horde, die da jetzt rumläuft, irgendwie umgehen. Ich würde sagen, wir gehen mal lieber zur Hintertür raus, statt zur Vordertür. Ja, von innen kann ich sie knacken. Dann gehe ich hinten raus zum Bike. Ich glaube, die meisten Zombies sind jetzt vorne, weil da die Biker lang gefahren sind. Dann kletter ich hier einfach hinten über den Zaun und dann läuft das. Ja, die meisten Zombies sind auf der Hauptstraße. Ich überlege gerade, ob ich hier doch noch alle Nester platt machen soll. Aber wenn ich mir die... Alter, da hinten! Da! Ich glaube, wir lassen das mal lieber. Hier lang. Wow. Alter. Nein. 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 Boah, das ist ja Wolf. Aber es ist nicht Infizierter. Die gehen immer noch. An denen kann man vorbeifahren. Die infizierten Wölfe. Oh, der Bär. Wow. Oi. Oi. Wie viele sind denn hier? Lasst mich rein! Lasst mich rein! Gottes Willen, alter Schwede. Okay, aber wir haben's. Wir haben's. So, wir wissen jetzt, wo sie sich aufhält, glaube ich. Jetzt schauen wir aber erstmal hier, was Iron Mike von uns möchte. Er will wahrscheinlich auch wieder, dass wir was für ihn erledigen. Oh, es tut mir leid. Der ist plötzlich aufgetaucht. Ich hab ihn wirklich nicht gesehen. Er ist plötzlich da gestanden. Tut mir leid, aber er hat offensichtlich nichts abbekommen. Er hat Funken geschlagen, aber ist alles gut gewesen. Komisch. So, dann schauen wir mal, was ansteht. Was der Iron Mike von uns möchte jetzt. Hey. Ich wollte mal sehen, was der Faulpelzer treibt. Wie geht's, Boozman? Ist dir nicht langsam langweilig? Mann, Boozer. Jetzt geht's erstmal um Boozer, genau. Er braucht Ruhe. Ich sag euch, denen sein Arm wird amputiert. Ich will wissen, wie es ihm geht. Mir geht's gut. Nicht gut. Mann, ist das kalt. Aber ich hab das Antibiotikum gestoppt. Nicht genug. Das reicht nicht. Moment mal, du sagtest, wenn ich... Ich sagte, wir versuchen es. Jetzt können wir nur warten. Scheiße. Okay. In Ordnung. Nein, es muss noch irgendetwas geben, das ich tun kann. Ich könnte... Was? Du willst was kaputt hauen, ich sehe es in deinen Augen. Aber weißt du was? Mach das ruhig. Aber da draußen... Eddie, ich kann... Dick, mehr kannst du hier wirklich nicht tun. Bitte... Geh nach Hause. Du schaffst das. Geh nach Hause, Deacon. Dick. Shit. Das sieht ja nicht so gut aus für Boozer. Ich glaube, der wird entweder seinen Arm verlieren oder am Ende vielleicht sogar noch sein Leben, wenn das so weitergeht. Das wird ja immer schlimmer. So richtig gut geht's dir nicht, sagen wir es so.
Ja, Schizo, er wird wieder. Er braucht nur ein paar Tage. Na. Komm mit mir zu Lodge. Ich will dir was zeigen. Ich hab zu tun. Ich riskiere hier meinen Kopf. Vertrau mir. Hm. Das willst du garantiert sehen. Hör mir zu. Vor ein paar Monaten kam dieser Drifter ins Camp und erzählte mir alles Mögliche. Dass er in Farewell am Flughafen gearbeitet hat, beim Bodenpersonal, als alles losging. Eines Abends haben sie ein Flugzeug aus Portland erwartet. Aber das kam nie an. Das Flugzeug hat was fürs Rote Kreuz transportiert. Das Rote Kreuz? Ja, kapierst du? Medikamente, Ärzte-Scheiß, ein ganzer Frachtraum voll. Hm. Vielleicht auch diese was auch immer. Antibiotika. Ja, genau sowas. Genau sowas. Wo? Hey, nicht so laut. Lass uns drinnen reden. Alles klar. Dieser Drifter, er arbeitet im Kontrollturm, als der Flieger vom Radar verschwindet. Puff, gerade noch da, plötzlich weg. Und zwar genau hier. Südlich von Mount Washington. Das hat er gesagt. War fast unversehrt. Ein kontrollierter Crash oder sowas. Die mussten mit anhören, wie der Pilot verblutet. Er hatte sich das Becken gebrochen. Okay, ihr habt also niemanden da rausgeschickt. Nein. Wieso nicht? Weil der alte Mann nicht wollte. Iron Mike war... Ja, Ripper. Du lernst schnell. Alles westlich vom Iron Ridge hier gehört Carlos und seiner Truppe kahlköpfiger Freaks. Ja, scheiße. Was passiert wohl, wenn sie dich schnappen? Fahr nach Norden, Bruder. Sonst stürzt Iron Mikes Vertrag mit Rest in Peace ab. Ja, schon klar, verstehe. Eine Frage noch. Warum erzählst du mir das? Oh, halt. Einen Scheißdreck erzähle ich dir. Merk dir das. Außerdem bist du ein Scheißdrifter. Was erwartest du? Soll ich hinter dir herlaufen wie ein Hündchen, dir den Arsch retten? Na gut. Ich hab zu tun, okay? Verstehe. Du bist eben ein aufrichtiger Kerl, richtig, Schizo? Ich will einfach nur überleben. Wie alle anderen auch. Mhm. Der spielt doppeltes Spiel hier, der Knabe. Hey. Wir tun, was wir können. Am Ende ist das alles, was wir haben. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe sehr gut, Schizo. Halt das Funkgerät bereit. Ich melde mich. Das kann gefährlich sein, wenn der Iron Mike das rauskriegt, dass wir hier für ihn hier inoffiziell die Missionen machen. Und der das vielleicht. Die sind ja sich auch beide nicht so grün. Dann könnte es durchaus sein, dass das mehr Probleme auslöst als. Ja, Schizo, auf dich können wir immer zählen. Als. Oh, Scheiße, und jetzt. Löst. Alles ist ja, besser als in diesem Drecksloch ich liebe und so. Es. Das ist super. Das ist super. Ha! Das gefällt mir. Ihr wisst warum. Wie er auch guckt. Wie er diese Statue halt auch anguckt. Ja, lol. Ja, ich bin zu Hause. Hier will ich nie wieder weggehen. Hier will ich nie wieder weggehen. Nie wieder. Sehr schön. Deke, was ist los? Nicht so angespannt. Wir sind hier genau richtig. Jetzt entspann dich mal hier. Hat er gleich Aggressionen, weil ich mal ein bisschen Spaß habe. Weil ich ihn neben eine Bärenstatue gestellt habe. Und es lustig fand. Wird er gleich aggressiv. So, wir brauchen wieder Sprit. Sonst läuft hier gar nichts. Müssen wir schnell mal tanken. Oh, du bist's. Ja, ich bin's. Du willst doch was verkaufen, oder? Tanken und reparieren, genau. Und dann geben wir mal wieder Geld ab, würde ich sagen. Ein paar Ohren haben wir ja wieder gesammelt. Alles verkaufen. Sauber. Okay, so, wo ist das Moped? Da ist das Moped. Was haben wir denn jetzt für einen Auftrag als nächstes? Wir haben gar keinen, sehe ich gerade. Oder? In Stücke gerissen, Story, doch. Kehre zu Copelands Camp zurück, rede mit Copeland. Noch irgendwas?
Iron Mike's Farm. Auf Iron Mike's Farm, nördlich vom Lost Lake gelegen, bemühen sich Überlebende genug für ihre Versorgung aufzubauen. Ach ja, stimmt, die Omi hatte ja auch wieder was für uns. Kehre zum Hot Springs Camp zurück, rede mit Tuck. Nee, die Tuck, die ist irgendwie komisch. Das ist voll die Sklaventreiberin, das geht gar nicht. Ich würde sagen, wir machen mal eine Schnellreise. Das geht ja. Ja. Da müssen wir nicht da den ganzen Weg quer durchfahren. Geht schneller. So, bin ich mal gespannt, was der jetzt von uns möchte. Offensichtlich können wir uns da entscheiden, ob wir zu der Tuck, zu der bösen Omi gehen, die die Lisa auch schon vergrault hat, oder zu dem anderen Typen, zu dem wir jetzt gehen. Bin jetzt mal gespannt, ob sich das irgendwie auswirkt. Ist vielleicht so eine moralische Entscheidung, mal gucken. Macht schon, ich hab nicht ewig Zeit. Alles gut. Ja. Hier wird geschossen schon mal. Was gibt's, Manny? Hätte nicht gedacht, dich so oft hier zu sehen. Was gibt's denn? Wo ist Copeland? Ich war in meiner Klasse als... Wo ist er? Ich glaube, Englisch hat mich Wo ist er denn? Rede mit Copeland. Hä, wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht auf der Minimap. Der war doch immer... War der nicht immer da vorne am Wasser? Warte mal. Der war doch immer da vorne am Wasser. Oder ist er vielleicht hier oben? Ah ja, da ist er. Okay, alles klar. Ja, er ist da unten offensichtlich. Beim Angeln ist er gerade. Habe ich ihn gerade nicht gesehen. Habe ich ihn gerade ignoriert. Copeland. Ich bin da. Rede mit mir. Ah ne, hier ist er. Tag. Tag. Weg. Gut. Ich habe was Interessantes für dich. Ja, oder auch nicht, Cop. Ich habe zu tun. Dich interessiert dein Ripper Camp, nicht? Hier, in der Cascade Wilderness. Ripper, hier oben? Wo? Ist wohl doch ganz interessant. Haben sie nicht dich und Boozer angegriffen? Ich habe Boozer auch lange nicht mehr gesehen, oder? Wo, Cop? Oben, bei Separation Meadow. Flag, du kennst sie, oder? Sie ist über ihr Lager gestolpert, als sie auf Besorgungstour war. Keine Sorge. Ich kümmere mich drum. Ja, eine kleine Rachetour. Interesse an einem Ripper-Camp? Mache das Camp ausfindig. Da oben ist es anscheinend. Okay, fahren wir da mal hin. Müssen vorher nur noch mal Benzin nachtanken. Ich glaube, die Schnellreise hat ein bisschen dafür gesorgt, dass wir ein bisschen wenig haben. Schnellreise zieht halt... Ah, warte. Schnellreise zieht halt ziemlich viel Benzin. Und Benzin zu kaufen ist natürlich auch nicht unbedingt immer die Ideallösung. Eigentlich müsste ich das Geld sparen und versuchen, das Benzin unterwegs zu finden. Das wäre natürlich deutlich sparsamer, so unterm Strich, aber da bin ich zu faul zu. Hey, St. John, hörst du mich? Ja, ich geh so, ich höre dich. Diese Sache, über die wir gesprochen haben, das dauert noch ein bisschen. Ich muss die Sicherheit an der Grenze zu Iron Mew überprüfen. Wegen der Ripper da unten, verstehst du? Nein, Skizzo, keine Ahnung, was du meinst. Warum erklärst du es mir nicht? Netter Versuch, Schlaumeier. Vergiss nicht, ich halte hier auch meinen Kopf hin. Ich will das nicht bereuen. Also gut, ich melde mich später. Und mach dich in der Zwischenzeit im Camp nützlich. Zeig, dass Iron Mike mal recht hatte. Ja, da, was immer du sagst. Was immer du sagst. Ja, St. John, Ende. Whatever, whatever. So, dann sind wir mal gespannt, wo die Reaper sind. Oh, ist das ein Wolf? Das ist ein Wolf hier, glaube ich. Bushman, bist du wach?
Hose. Ja, Dick. Oh. Ich bin etwas neben der Spur. Was? Ich sagte, du sollst dich ausruhen, verdammt. Hör zu, ich bin unterwegs nach Separation Meadow. Cope sagt, da oben ist... Gegnerische Camps. Oh, warte. Das ist ein Ripper Camp. Ripper? So weit im Norden? Vielleicht nochmal speichern? Ja, Boozer. Was zur Hölle ist mit denen los? Warum geht das nicht? Meint, die Ripper wären hinter uns her, dass ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt ist. Was zum Teufel? Wie ist das möglich? Ich meine, sicher, ich habe meinen Teil Verrückter abgeknallt, aber ich hab's nie übertrieben. Nicht, dass ich wüsste. Ja, das dachte ich mir. Ripper. Dicken Ende. Okay, wir sind angekommen. Ich würde gerne nochmal einen Speicherpunkt setzen, ehrlich gesagt. Wenn's, ja, genau, speichern, hier genau. Bevor ich da jetzt reingehe. So, die müssen wir jetzt wieder wegstelzen, meine lieben Freunde. Ich sehe niemanden, ich höre sie nur da hinten irgendwo. Vielleicht mal ein bisschen hier so über links. Die haben da Fallen aufgebaut da vorne. Hä? Warte mal. Ah ja, schon rechts von mir, genau. Schon da drin ist es. Ah, da sind sie, okay. Also, wenn ich von hier oben reingehe, müsste es auf jeden Fall schlau sein. Das dürften sie eigentlich, da dürften sie nicht mit rechnen, sagen wir es so. Was ist denn das? Ah, von hier kann ich schon mal spotten, das ist gut. Du hast nichts gesehen, du kleines Schweinchen. Da ist einer. Ups. Okay, ich muss schon ein bisschen aufpassen beim Spotten. Gehst du den Weg? Ah, ist der eine? Von da hinten reinzugehen ist auch eine ganz gute Idee. Da scheinen sie nicht so gut zu bewachen. Vielleicht sollte ich mir diesen Umweg nochmal gönnen. Frage ist, wie komme ich da jetzt schnell hin? Hier runter zu springen bringt, glaube ich, nichts. Da sterbe ich nur. Ich muss hier runter. Mich dann links halten. Aber erinnert ihr euch hier? Das ist der Radarturm, wo wir schon mal geklärt haben. Da war, glaube ich, ein Banditenhinterhaltcamp. Ist also alles auf einen Haufen hier wieder. Kann mich aber nicht erinnern, dass hier beim letzten Mal die Reaper gewesen sind. Oh. Ah, ne. Ich dachte gerade, da steht einer. Ist das hier eine Höhle? Da kann man rein, warte mal. Geh mal da hoch. Ah, macht da wieder nicht. Kann ich da nicht hoch? Okay, doch. Nee. Hier will er nicht klettern. Wenn ich mich von oben runterfallen lasse vielleicht? Oder man darf da nicht rein. Schade. Zockersand, moinsen. Ja, ich glaube, hier soll man reingehen. Oh, da sind ja noch welche. Warte mal, die können wir gleich mal mitspotten noch. Sehr gut. Die sind alle auf einen Haufen. Eine gut platzierte Granate da rein und die fliegen alle durch die Gegend. Oh, shit. Was war das denn? Nee, nicht wirklich, oder? Okay, wie war das mit der gut platzierten Granate? Ich habe nur einen Molly, scheiße. Okay, so viel dazu. Ich bin in den ihre Falle reingelaufen. Das war so eine Krachfalle, eine Lärmfalle. Fahre
Scheiße, das war doof. Habe ich nicht gecheckt, jetzt war ich zu unaufmerksam. Dafür war das sehr gut. Duck dich. Weißt du was, dann gehen wir einfach mal schnell hier um die Ecke. Damit rechnen die nämlich nicht und vielleicht beruhigen sie sich ja in der Zeit noch. Der kommt jetzt hier hoch. Geht er jetzt hier nach rechts oder nach links? Die gehen nach links, dahin, wo die Falle ausgelöst wurde. Warte mal, dann nehmen wir mal die hier. Ja, ja, schön beruhigen, genau. Alles ist gut, alles ist cool. Nichts ist passiert. Oh, jetzt. Nein, warum? Das war doch die war doch gar nicht die Schulter, so ein Quatsch. Ich hab den noch im Kopf getroffen. Okay, so muss das. Was war das? Ich will meine Bolzen wieder haben. So, jetzt gehe ich einfach wieder hier in die Ecke. Haben sie nicht gesehen, oder? Dürften sie eigentlich nicht gesehen haben. Ja, kommt schon. Da ist auch noch einer da unten. Ah, da ist auch noch einer, Mensch. Hat er mich jetzt gesehen? Nee, oder? Macht er da? Der Idiot. Das war ganz hervorragend. Okay, es sind nur noch 5 Leute, die wir klären müssen. Das sind vor allem, da sind 4 und dann ist noch einer da. Da hinten, der scheint irgendwie nichts zu machen. Wenn die sich mal beruhigen würden da hinten. Warte mal, da. Hat er mich jetzt gesehen? Weiß es nicht. Warte mal, ich kann doch... Ach Mann. Nein. Ich kann doch einen Stein benutzen für die Ablenkung. Nein, vergiss es. Nein, vergiss es, hat er gesagt. Herrlich. Sicher? Findest du es nicht attraktiv, in diese Richtung mal zu schauen? Na, warte mal, das ist natürlich auch schön. Ach Mist. Ja, sehr gut. Nur noch 4 Leute. Aber mir gehen die Bolzen aus. Warte mal, ich muss mal Bolzen herstellen. Nein, nicht Rückstandsbolzen. Ich will normale Bolzen. Weil gerade gefragt wird, meine jetzige Mission ist hier, dieses Camp zu clearen. Weil das sehr wahrscheinlich die Reaper sind, die Boosa das mit dem Arm angetan haben. Das heißt, wir machen hier gerade so eine kleine Racheaktion. Ich gehe jetzt mal danach da vorne. Ich will die jetzt mal hier weg haben, die 2. Oh, das sind ja 3, lol. Ja, das war gut. Das war sehr gut. Da ist einer und da ist einer. Wenn ich es clever hinkriege, kann ich sie beide lautlos auslöschen, ohne dass sie das mitkriegen. Also ohne, dass der eine merkt, dass der andere tot ist. Lalalalala. So viel zu dem Thema. Mach, schlag ihn doch! Jawohl. Nice. Oh Gott, verdammter Rap. Was, jetzt sind 6 von 14? Tolle Wurst. Das liegt wahrscheinlich wieder daran. Das war gut. Das liegt wahrscheinlich wieder daran, dass die das jetzt mitgekriegt haben, dass ich denen laut
getötet habe. Den habe ich jetzt laut getötet und nicht leise. Und deswegen haben die anderen das jetzt wieder gecheckt. Das ist... Kacke. Oh nein, er hat auch noch eine Shotgun. Natürlich hat er eine Shotgun, was sonst? Was wollt ihr hier, hm? Ja, das war gut. Sucht ihr mich? Tja, hier bin ich. Aber wir haben schon wieder die Hälfte platt gemacht. Jetzt sind es gleich direkt wieder mehr geworden. Ihr habt meinen Bruder verletzt. Hervorragend. Das werdet ihr wissen. 9 von 14. Oh, scheiße. Das, das war gut. Stirb. Jawohl. Verdammter Ripper. Ja. Scheiße. Ach Mist. Das war gut. Nur noch 2. Zieh mich zurück. Durchgeknallte Arschlöcher. Was wollt ihr hier, ha? Lappen. Fürchte uns. Du versteckst dich nicht vor uns. Du versteckst dich vor dir. Klappe. Oh, da kommt nur der eine. Hinabsteigen, dann steig hinab! Ist nur der eine. Nur noch der eine. Stirb halt! Stirb! Du Ripper Bastard! Hier Scheiße. Ist ein verdammter Weg! Ja, ich hab sie! Ja, okay, das war jetzt natürlich leider nicht perfekt. Zum einen bin ich in diese blöde Falle reingelaufen, diese Lärmfalle. Und zum anderen hat der eine mich dann leider doch noch gesehen. Schade. Cope, es ist erledigt. Die Ripper hier oben werden niemandem mehr Ärger machen. Nein, jetzt habe ich die Waffe gelassen. St. John, hört sich gut an. Moment. Ich habe neulich mit Manny gesprochen und ein paar anderen. Ich weiß, wie sehr du dem Camp hilfst. Ich wollte mich nur bedanken. Mark Copeland, Ende. So, dann plündern wir mal noch ein bisschen. Irgendwer macht hier noch Krach, ich weiß auch nicht. Nein, jetzt habe ich den Baseballschläger mit den... Hey, St. John, wo steckst du, Bruder? Nein! Ich bin hier, Schizo, aber ich bin nicht dein Bruder. Hier ist noch irgendwas. Ist mir echt scheißegal. Ich will doch nur deinem Bruder helfen. Ach. Diese Sache da. Hm. Sagen wir mal, du solltest jetzt losfahren. Guck mal, die Schweine hier. Du meinst die... Die haben hier... Rippern? Sehr witzig. Das meinte ich nicht. Ich wollte nur sagen, falls du überlegst, loszufahren, wie nennt ihr Drifter das noch gerne? Eine Tour machen? Wäre jetzt die richtige Zeit. Verstanden? Die Schweine, ja, die haben hier so einen Freaks aufgebaut, an dem sie sich abreagieren. Das ist ja gemein. Sowas geht ja gar nicht, ne? Daran erkennt man auch immer die Bösen in The Walking Dead. Die machen immer mit den Walkern immer ganz komische Sachen. Die einfach gar nicht klar gehen. So, was war jetzt? Wo muss ich jetzt hin? Hier hin. Er ist mein Bruder. Die ganze Nacht spielen. Schleiche dich ins Ripper-Gebiet und stiehl Antibiotika. Alles klar. Meine leuchteste Übung, meine lieben Freunde. Meine leuchteste Übung. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ist... Ach ja, mein Motorrad habe ich ja oben abgestellt. Ah, hier. Moment. Die durchsuchen wir mal noch. Medkit hat er nämlich gehabt, der eine. Da kann ich mich gleich mal heilen, genau. So, da bin ich wieder voll geheilt. Ah, nein, ich habe doch noch ein... Moment, ich habe doch noch einen Fertigkeitspunkt. Den können wir mal gleich investieren, würde ich sagen. In was investieren wir den denn? Vielleicht mal wieder in Fernkampf was? Dauerfeuer. Verbessert, okay. Vielleicht das hier mal machen. So, dann gehen wir mal zum Motorrad. Moinsen, Mr. Cutpoint. Herzlich willkommen. Die Jagd nach Antibiotika ist hier echt das Wichtigste überhaupt mittlerweile. Damit wir Boozer noch irgendwie zumindest... in halbwegs intaktem Zustand es ermöglichen zu überleben und nicht, dass der uns hier noch irgendwie abnippelt. Das wäre jetzt natürlich nicht so gut. Nick, bist du da?
ein paar Lager gefunden? Ja, klar. Ich hab's gefunden. Meinst du? Hoppla. Meinst du, die haben uns hier oben gesucht? Keine Ahnung, Bushman. Ich hätte ja gefragt, wenn sie nicht versucht hätten, mir die Augen auszustechen. Ne. Tut mir leid, Bruder. Ich hätte bei dir sein sollen. Ach, was? Ja, Mann. Ja, ich weiß. Die Ende. Der soll sich mal lieber ausruhen, aber der klingt schon wieder gar nicht so schwach, wenn man ihn jetzt hier so am Funkgerät hört, ne? Gerade eben hat er ja schon so ein bisschen so ein Fiebertrauma gehabt wieder. Aber jetzt am Funkgerät so klingt er eigentlich wieder ganz fit, so ganz bei sich. Ganz, wie sagt man, er hat wieder seine sieben Sinne beisammen. Oh, warte, ich muss da lang. Die Brücke. Warte mal, das ist ganz schön weit weg. Vielleicht können wir ja schnell reisen. Schnellreise in aktuellem Zustand nicht möglich. Okay. Mein Zustand ist zu schlecht für eine Schnellreise. Alles klar. Da müssen wir wohl da hinfahren. Ist ja auch bei dem Wetter, ne? Eine Schnellreise zu machen, ist gar nicht so gut. Wie viel Sprit habe ich denn noch? Oh Gott. Ich habe nur noch eine halbe Zapfsäule. Da müssen wir uns gleich mal ein bisschen umschauen. Ach so, da war gerade jemand, der Hilfe braucht. Ach schade, das habe ich jetzt gar nicht gerafft. Ich fahre mal weiter. Nein, was war denn das jetzt? Ach scheiße. Nee, nicht wirklich, oder? Was? Wie leer? Ist jetzt nicht. Ist nicht wahr, oder? Der hat jetzt nicht den Tank. Ich krieg das schon hin. Zerstört. Das wird halten. Oder? Nee, alles gut. Da war plötzlich ein Baum im Weg. Ich dachte, das wäre so eine kleine Kiefer, dass ich da einfach durchfahren kann. Komisch. Naja, gucken wir mal, ob wir das Antibiotika kriegen. Auf jeden Fall müssen wir uns nochmal in ein Reaper-Camp rein begeben. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich fahre in die andere Richtung. Die Distanz wird irgendwie immer größer zu dem Punkt, wo ich hin muss. Das Navi führt mich bestimmt wieder so einen unmöglichen Umweg entlang. Naja, solange der Sprit noch reicht. Da drüben links wäre jetzt eine Zapfsäule. Die ignoriere ich jetzt aber mal ganz gekonnt. Ich versuche jetzt einfach mal mit dem Sprit klarzukommen, den ich jetzt im Tank habe. St. John, Copeland an Deacon St. John. Wir haben einen Job für dich. Ja, die passen. Jetzt, wo ich wieder Kilometer weit weg bin. Ja, okay. Ich komme dann, sobald es reinpasst. Deacon Ende. Tritt drauf. Aber so langsam werde ich ein bisschen besser. Also jetzt mal abgesehen von dem kleinen Malheur mit dem Baum gerade. So langsam werde ich besser mit dem Motorrad fahren. Langsam habe ich es drauf. So ein bisschen. Also es ist wirklich so erstmal so eine Eingewöhnungsphase. Ich sag's mal so, es ist nicht so smooth. Nicht ganz so smooth wie mit dem Pferd in Red Dead Redemption, finde ich. Also es klappt irgendwie mit dem Pferd in Red Dead Redemption, hat das besser funktioniert. Auch wenn das auch erstmal gewöhnungsbedürftig ist. Aber trotzdem, irgendwie so unterm Strich komme ich hier, brauchte ich hier ein bisschen länger. Camp Pioneer. Dann steige ich mal hier ab. Und speichere mal. Und dann gehen wir mal rein. Wahrscheinlich ist das wieder total überflüssig, dass ich jetzt hier so früh absteige. Wahrscheinlich triggert dieser Pointer da wieder nur eine Zwischensequenz und dann fährt er eben mit seinem Bike dahin in der Zwischensequenz. Hier ist auch nichts los gerade. Bestimmt sitzt er jetzt in der Sequenz wieder auf seinem Motorrad drauf. Ich wusste es, er ist wieder auf seinem Bike. Schizo, hier ist St. John. Ich bin an der Grenze. Siehst du jemand von meinen Leuten? Nein, Schizo, alles sauber.
Gut, wie viel Zeit habe ich? Zeit? Wofür? Ich weiß nur, dass ich nachher Karten spiele mit ein paar von meinen Jungs. Dabei sollten sie eigentlich Wache schieben. Aber dann ist es halt mal so. Ich würde sagen, wir spielen die ganze Nacht. Also bis zum Morgen. Verstanden. Dicken Ende. Okay, dann also verstecken und warten, bis sie wieder da sind, oder was? Oder... Was ist das? Fahre zur Absturzstelle. Ist das so eine gute Idee, da auf dem Motorrad direkt reinzufahren zu dieser Absturzstelle? Ich würde ja eher sagen, ich weiß nicht, ich halte hier irgendwo an und steige vorher mal ab, weil kann ja sein, dass hier Gegner sind. Aber ich würde auch sagen, meine lieben Freunde, an der Stelle ist jetzt erstmal wieder diese Folge zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigung, wenn ihr es noch nicht getan haben sollt, damit ihr keine Folge Days Gone mehr verpasst. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Days Gone, wenn wir zur Absturzstelle laufen bzw. schleichen, denn da sind nämlich Gegner. Das habe ich mir schon gedacht. Bis dann, ciao, ciao.